Ich möchte eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Mädchens, das in einem anderen Zeitalter aufwuchs. Eine Geschichte von Liebe, Hass, Vergebung, Brutalität und von der Schönheit des Lebens. Es ist eine wahre Geschichte. Es ist meine Geschichte. Die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich mit meiner Familie in Nepal. Nachdem wir das Land 1979 aus politischen Gründen verlassen mussten, suchten sich meine Eltern eine neue Aufgabe in Indonesien. Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Es war auf einer seiner Expeditionen, 3 Tagesreisen von Iranjaja entfernt. Es war ein Volk, das man bisher nur aus Legenden und von Gerüchten kannte und das ein Leben wie in der Steinzeit führte. Die Fayu. Mein Vater wollte die Sprache dieses Stammes erforschen. Vom Häuptling der Fayu erhielt er die Erlaubnis, bei ihm zu leben. Der richtige Dschungelbuch. Stell dir das mal vor. Im Ernst, was hast du dir dabei gedacht? Dass dies die Entdeckung meines Lebens ist. Was für zu Hause soll das sein? Ein einzigartiges, ein alternatives, ein experimentelles. Wenn wir bei diesem Stamm leben, das ist wie eine Reise in die Steinzeit. Wie sicher ist denn deine Steinzeit? Häuptling Boku hat mir versichert, dass wir unter seinem Schutz stehen. Er gab mir sein Wort. In einer Sprache und Kultur, die du gar nicht verstehst? Du es. Ich bin Linguist. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Sprache zu erforschen, die vor mir kein Wissenschaftler kann. Was anderes kommt aus deinem Mund gar nicht mehr raus. Doris! Doris! Es geht nicht darum, irgendwelche kartografischen Lücken zu schließen. Es geht darum, die Geheimnisse der Vorgeschichte des Menschen zu lösen. Lass mich vorfahren, bitte. Ich baue uns ein Haus. Wenn er kommt, werde ich die Fayu schon viel besser verstehen. Es wird uns dort gut gehen. Glaub mir. Nach 5 Monaten war für uns endlich der Tag gekommen, an dem wir meinem Vater in das über 100 Kilometer entfernte Dorf der Fayu folgen konnten. Mitten hinein in den tiefsten Dschungel, in eine Welt, die mein Leben für immer verändern sollte. Oh, Papa, du stinkst. Was?
Sind Sie hier? Ja. Sie trauen diesem neumodischen Apparat nicht. Matos in Aletugo. Sabi, Juditu, Ibabu, Duriso. Juditu? Ja, die Fahrjubel benutzen einen Namen. Mit einem Vokal am Ende. Christine, bist jetzt wieder Babu? Wie als du ganz klein warst. Das ist auch den Boko. Keine Angst. Sie haben noch nie Kinder mit blonden Haaren gesehen. Stirnreim ist eine Begrüßung. Es bedeutet friedliche Absichten. Papa? Keine Angst, ist okay. Nein. Ist okay, ist okay. Komm schon, komm schon. Okay, alles gut? Gehen wir die zusammen? Sino Clojo, Litula. Galabugo Kogolasi. Tina.
Bist du bereit? Was ist denn das? Das ist ein Kratzer. Solche Kratzer kenne ich von der Notaufnahme. Es war ein Messer, war nicht so gemein. Umso schlimmer. Doris, hier sind wir sicher. Hier ist der neutrale Platz. Neutral? Ja, solange wir uns nicht einmischen, sind wir außen vor. Das ist der Deal. Wo sollen wir uns nicht einmischen? Ich mische mich immer ein, Klaus, das weißt du. Wir sind hier nicht in einen Stammeskrieg geraten, oder? Nicht direkt. Die Fahis waren mal ein Riesenstamm und sind jetzt in zwei feindliche Gruppen zersplittert, die sich kriegen. Aber wie gesagt, hier sind wir sicher, hier. Hier ist die Schweiz. Ich weiß. Alle mal herhören. Was ist das? Ach, Schmirgelpapier. Genau. Das Plumsko ist noch nicht fertig. Wir sind bei der Feier zu Gast. Was macht man als guter Gast? Man vergräbt alles. Also, wenn ihr aufs Klo geht, Schaufel mitnehmen. Und wo ist das Klo? Jetzt noch ein paar Urwaldregeln. Erstens, geht nie allein in den Dschungel. Alles, was ihr esst, zeigt ihr mir vorher. Wir trinken nur abgekochtes Wasser, verlasst niemals ohne Schuhe das Haus. Schwimmt nicht in den Fluss zu weit hinaus. Abdämmerungen bleiben alle im Haus. Wir sind freundlich zu jedem. Wir mischen uns nicht ein. Und noch einmal ganz wichtig, wir gehen nie allein in den Dschungel. Habt ihr das verstanden? Und wie lange bleiben wir hier? Bis ich die Sprache gut kann. 2, 3 Jahre. Das kann schon 20 Jahre dauern. Was? 20 Jahre. Niemals. Oh, yes.
Waka Fu? Fu. 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 Alles ist Fu? Je nach Stimmlage ändert sich die Bedeutung des Wortes. Das Kanu, Fu, Baumstamm, Fu. Und was ist das Wort für Wasser? Wasser ist die. Die. Die? Was ist alles? Die? Die? Kinder hier müssen nicht zur Schule. Dem Stamm der Krügers geht's aber anders zu. Warum müssen wir eigentlich Englisch lernen? Ich meine, es spricht doch hier niemand. Damit ihr euch auf der ganzen Welt verständigen könnt. Ich möchte aber hier bleiben und ich möchte Fahrjul lernen. Ach, Blume, das lernst du doch von selbst, wenn du mit den Kindern spielst. Ich kenne ja gar keine Spiele. Und sie haben kein Spielzeug. Meins kriegen sie jedenfalls nicht. Flipflops. Ja. Frag die. Wollen wir schwimmen gehen? Okay. Die? Die, die? Scheint nicht in Ordnung zu sein. Warum singen die Frauen? Ich weiß es nicht. Hol Papa! Oh,
Kellner geholfen. Vor ihren Augen gestorben. Und alle einfach nur da gestanden und zugeschaut. Sie war krank. Die Pfeile glauben nicht, dass ein Mensch auf natürliche Weise sterben kann. Entweder ist es ein Pfeil oder ein Fluch. Und wenn jemand an einer Krankheit stirbt, dann ist es ein Fluch und deswegen versuchen sie auch nicht zu helfen, weil ein Fluch kann man ja nicht heilen. Das ist doch totaler Blödsinn. Du weißt genau, dass wir ihr hätten helfen können. Mit Medikamenten, was weiß ich. Kommt die Frau in den gleichen Himmel wie wir? Ja. Natürlich, Biene. Und war sie jetzt verflucht? Nein! Sie ist ohnmächtig geworden vor Schmerzen. Für die Fayu war sie verflucht. Nicht mal Mama konnte was daran tun. Fangt mal schon an, ja? Meine Frau, du bist von mir gegangen und ich bin allein. Ich bin allein und es ist Nacht. Ich habe keine Frau mehr. Das verstehe ich. Papa, können wir auch verflucht werden? Nein, Biene. Wir gehören nicht dazu. Wir haben keine Blutrache, wir haben keine Regeln gebrochen. Wir sind in Sicherheit. Abdin Boko hat uns seinen Schutz zugesagt und ein Versprechen wird ja sehr ernst genommen. Und was ist, wenn wir auch so werden wie die Fayus? Und alles genauso machen wie sie? Wir werden nie ganz so sein wie die Fayus. Wir werden immer auch in unserer eigenen Welt leben, mit unseren eigenen Regeln. Da haben Flüche keinen Platz, verstehst du das?
du nichts mehr tun. Kannst du mir wenigstens mal anschauen. Doris! Die Fahil kennen keine natürlichen Todesursachen. Deshalb müssen sie nach einem Todesfall jemand anderen töten. Also wenn er stirbt, muss ein anderer dafür büßen, ja? Gut. Dann werde ich dafür sorgen, dass er überlebt. Doris! Wir sind hier Gäste! Du kannst nicht sämtliche Fahil-Gesetze auf den Kopf stellen. Wir können ihn nicht von heute auf morgen beibringen, zu vergeben. Du hast uns mitten in einen Bürgerkrieg verfrachtet. Vielleicht solltest du mir erst mal Vergebung beibringen. Hör auf zu streiten! Sie beobachten euch. Ist noch ganz dicht an deinem Pony? Schon was verpasst? Nö. Irgendwas riecht hier komisch. Mir schlecht. Papa, was macht er mit ihr? Er verabschiedet sich von ihr. Erst behält er sie ein paar Tage bei sich in der Hütte und dann bringt er sie in den Wald. Und wenn sie verwest ist und nur noch die Knochen übrig sind, dann nimmt er den Schädel und bringt ihn zurück in die Hütte und lebt mit ihr. Das macht er, damit er sie nie vergisst, weißt du? Damit sie immer bei ihm bleibt. Ist okay? Yeah.
Mit einem Schädel kannst du wenigstens noch reden. Moya! Und, was war los? Bo hat sich eine neue Frau geholt. Was heißt geholt? Was hast du gemacht? Was habe ich gemacht? Was soll ich da machen? Feigling. Mama, aus Sabines T-Shirt krabbeln grüne Haare. Bei dir auch. Okay. Doch. Du musst es nicht gleich zerfetzen, es ist ja nur ein bisschen Schimmel. Oh, es ist so ekelhaft. Das ist die Luftfeuchtigkeit, Schatz. Papa, was passiert mit ihr? Sie hat große Frau. Weil der Arme ja keine mehr hat. Ist wirklich fürsorglich von seinen Freunden. Wenn seine Frau stirbt, interessiert sich keiner dafür, aber sie helfen ihm wenigstens, eine neue zu rauben. Wo kommt sie denn her? Sie ist eine Erigre, von einem Stamm, der Goes Frau verhext hat. Es gibt keine Hexerei. Für uns nicht, aber für die Fayu ist ein Fluch genauso real wie für dich deine Kochtöpfe. Was für ein idiotischer Vergleich. Sag mal, müssen wir das vor den Kindern abhandeln? Warum nicht? Hier wird doch alles vor den Kindern abgehandelt, das ganze Leben hier. Was sollen wir dem entgegensetzen, wenn nicht uns? Mit Streitereien? Na und? Wir streiten uns, ja. Aber wir versöhnen uns auch wieder und verfluchen uns nicht gleich. Sollen die Kinder das doch sehen? Also, Kinder, jetzt passt mal auf.
Ihr könnt kommen.
Keine Toten, keine Rache. Schwarze Tasche. Saga, lewa sana saga. Schere. Gib mir die Schere. Babagi. Sachen. Alleine gehen. Jetzt denkt er, wir wollen sie stehen. Geschossen, weil sie nicht gehört hat? Ja, das kann man so sagen. So sind die Gesetze bei den Feiern. Das mache ich jetzt auch mal. Dann werden Sabine und Judith mir immer gehorchen. Au! Mama, das hast du noch nie. So, gemacht. Jetzt reicht's. Jetzt geht ihr alle mal raus hier und lasst euch eine Weile nicht blicken. Miaga. Nala. Waha pela gala kula gila biga. Go we bela tuku. Auri. Boyala. Bogwa iogwa. Bika barika. Ula tuku auri. Iogwa. Geht's? Mama hat's nicht so gemeint. Ihr Sohn Auri wurde bei der Entführung angeschossen. Und ist dann in den Dschungel geflüchtet. Aber er ist nicht tot. Nein. Aber wenn er lebt, hat er ohne Stamm keine Chance. Deshalb trauert sie ja. Die Fayur geben ihr auf Verwundeten auf. Der Fluch ist stärker. Mama?
Mama! Papa, Mama! Mama, mach die Tür auf! Mama! Papa! Mama! Mama, mach auf! Die Fahrjus kommen! Alle! Geht nach hinten. Das war zu erwarten. Ich verstehe nicht, was du mit ihr machst. Mama! Komm mal! Sie kann nicht zu ihm zurück. Sie muss. Es gibt bei Ihnen keine Liebe. Es geht ums Überleben. Sie wird es nicht nehmen. Sag ihr, dass sie das Antibiotikum nehmen soll. Sie ist nichts, was sie nicht kennt. Dann lass dir was einfallen. Sag ihr, dass ich eine böse Zauberin bin und dass mein Fluch dich in ein Ferkel verwandelt. Lore, sind Sie auf mit dem Quatsch. Sag ihr, das ist ein Antifluchmittel. Iga Kugisi Migila. Avoka kuvagi. Beshe biwala. Tausende fallen zu meiner Linken und 10.000 zu meiner Rechten. So wird es doch mich nicht treffen. Es wird mir kein Übel begegnen und keine Plage sich meinem Hause nähern. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich behüten auf all meinem Leben. Amen. Auri. Na, der Sohn von Nala. Vielleicht gibt es ja wirklich diesen Fluch. Spinnst du? Wer kann das schon wissen? Mamas Medizin hilft immer. Aber vielleicht hält sie den Fluch nur auf. Und man stirbt einfach später. Ach, Sabina, du spinnst wirklich. Krokodilia!
und du kannst Jane sein. Bist du verrückt? Ich bin größer als du und Tarzan kann nicht kleiner sein als Jane. Ich auch nicht. Und wo lang? Der angebliche Tarzan weiß nicht den Weg. Jetzt hast du mir kurz Pfeil und Bogen gebrochen. Ich hole Hilfe, du bleibst hier. Nein! Doch, du musst auf ihn aufpassen, sonst finden wir ihn nie wieder, Christian. Was, wenn er mich nicht mehr findet? Sing einfach so laut du kannst und hör nicht mehr auf. Und wenn du 3 Tage und 3 Nächte singen musst. Aber mir fällt nichts ein. Ein Männlein steht im Walde. Ich schenke Ihnen nichts, wir tauschen. Das Leben ist geben und nehmen. Ich helfe Ihnen, Sie helfen uns.
direkt wieder stinkt. Wieder gesund? Weiß ich nicht, Bine. Ich hol Nala. Sie ist doch seine Mutter. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Sie sagt, er ist nicht zu retten. Er ist verflucht. Stirbt, sind Goho und alle anderen Erreger meine Feinde. Klaus. Klaus. Ikusabi. Yokwa Bistuta, Toya, Viagua. Was macht ihr da? Fire heißt das ewige Freundschaft. Und? Wie ist es? Ein neues Leben? Neue Familie? Ein neues Zuhause? Latola.
Danke. Gutoki, Guyaboko, Pella, Bakala, Yigua, Toya, Litua. Takasi, Sasu, Omivalu, Pella, Quata, Kam, Kuam, Delia, Kamesa. Magi Mesa, Baja, Pilasium, Sitoya. Mkwawa, eh wadi, manakuwa bwalata. Eh, sena la piula. Kala avela iboda bi yobwati, manakuwa bwalata. Matona gwadi bikariga. Dala, isisu deli ya khamesa. Esa sopa, kala avela ilupwe. Bakala manakwa bwala. Go. Pesa gala iboda. Ige bita gisesa. Kuyaboku. Lokulukwe kugala magim tuvela katumata. Taga waleta gala iboda bukuyo kwali. Ego gala iboda kumwaleta. Pamea buena na namsa umivalo. Pesa yokwa. Mpesewa. Atala irigra. Yagala ori. Disisu deli yokwami. Mahala itumwa. Go! Kidamwa matona angwa de gala. Bigariga taga bimowa. Ehe besa bedobu memi. Começa até campsi. Motosina Buakwa. Faisa, Kamba, Dila, Etabua, Tambaya Gula Latu. Montana Aui, Lokuta. Malana? Ja, Malana. Malana. Das ist das Beste, was ich ohne Gefrierschrank tun konnte. Alles Liebe, Oma. Komm, Biene. Ist das Eiscreme? Mhm. Da muss die weiße Bubel Sago sein. Und die gelbe Süßkartoffel. Und was ist das Braune? Schokolade, Vanille, Zitrone. Und wie schmeckt das? Es ist kalt und süß und sehr lecker. Mm. Ich will es unbedingt probieren. Ja, ich auch. Bis dann. Wächst es in Deutschland auf den Bäumen? Nein. Nein, du kannst es in Geschäften kaufen. Das muss das Paradies sein. Mhm. Ihr werdet es gerade erleben. Wie? In Deutschland? Mhm. Wann? Soll ich schon packen? Ich jetzt. Nächstes Jahr vielleicht, noch nicht sicher. Wir können sie aufhängen. Vielleicht hier. Jetzt sind die überall wählen. Thank you.
Harupedoga. Harupedoga. Stimmt es, dass in Deutschland Eiscreme regnet? Christian, du sollst nicht alles glauben, was die Leute dir erzählen. Aber stimmt, dass man überall Schokolade bekommen kann? Und Spielsachen. Ohne Ende. Man sich ja vor wie auf einem Boot. Lass uns vorne gucken. Alter. Ich kenne da jemanden, dem es gefallen würde. Komm, Judith, wach auf. Was denn? Komm, wir haben Besuch. Besuch? Los, schau sie an, komm. Thank you.
koppelt jetzt nichts mehr. Jetzt sind sie alle tot. Feuder, this is Feuder. I hear you. Come in. Our helicopter has to be repaired. No mail today. Okay. Anything else? Yes, from NGO. Your vacation has been approved. You can go to Germany next month. Oh, great. That's good news. Thank you. Over and out. Unser Urlaub ist bewilligt. Wir fahren nach Deutschland. Weißt du nicht? Doch, doch. Aber? Sabine? Sabine? Aber ich muss all meinen Freunden Bescheid sagen. Auch wie soll Deutschland aussehen? Sabine, das geht nicht. Oh!
Kozu. Pilisi. Gara bugura. Besa daguna kasi rasa. Kara katumidi. Igabaka Keitasi. Ida mau pengetahuan lagi si buku siwa. Papa-papa Ilivala, iga baka katazi. Ida mau magi buku megwai, tetala tomota, buku kwao kulula. Thank you.
Usaki Mama ba Oyamasi. Nakotuki. Kitamba Kukarika. Igukala Tuvila ba Mamova. Willkommen in der Heimat. Hallo Oma. Erkennst du mein Kleid? Ja, natürlich. Und das ist? Christian. Christian. Und das? Das ist das Dschungelkind? So. Mama, Mama. Eigentlich sitzt hier immer der Hund, aber heute ist das mal euer Platz. So. Und Vorsicht, Füße weg. Aber nächstes Mal sitze ich da. Ja? Stopp! Sehr gerne bin ich mit dem Auto gefahren. Heute macht es keinen Spaß mehr. Wohlstandsgesellschaft nennt sich das jetzt, ja, weil jeder jetzt ein Auto fahren kann. Früher, da war ich in 4 Stunden wieder in München zurück von Frankfurt. Heute, da kuttelst du dich da rum. Ich bin da gespannt, wann wir heute zu Hause sind. Also. Da schaut mal nach oben. Ich habe euch da was aufgebaut. Mit den ganzen Sachen? Kochen. Wir könnten ein 6-Gänge-Festessen machen. Können wir Eis haben? Ja. Bitte. Oh ja. Eis, mitten im Winter. Seit du uns das Poster geschickt hast, können Sie es kaum erwarten. Gut, ja, dann gehen wir morgen ein Eis essen. Ja. Was? Na, den Schnee. Ja, wenn dir das so gut gefällt, kannst du gleich mit Schaufeln anfangen. Wir dürfen raus? Ja. Aber zieh dir was an die Füße. Sei vorsichtig, Leid ist giftig. Nein, das ist doch nur gefrorenes Wasser. Ah, oh, schön. Au, es tut weh. Ja, kannst nicht ohne Schuhe raus.
Danke, Biene. Doch alle. Ja, aber die besonders. Das ist ja erstaunlich für dieses kleine Kampf. Kinder, es gibt Eis! Eis, Eis! Eis, Eis, Eis! Biene, wie oft muss man ihr noch sagen, dass sie bei Rot stehen bleiben soll? Sabi mag keine Regeln. Ja, das habe ich gemerkt. Aber die Regeln sind zu unserer Sicherheit da. Tut mir leid, Oma. Wenn wir nichts kriegen, 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 also fliegen, 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 fressen wir fliegen, fliegen, fliegen von der Wand. Ich bitte Sie einmal erbeben. Ja, du hast damit angefangen. Das schafft ihr doch nie. Vanille und Schokolade schmecken auf jeden Fall besser als Sago und Krokodil. Als was? Sago und Krokodil. Schön. Vanille und Nuss. Nuss zweimal. Gerne. Ja, kein Wunder nach all den Jahren Dschungelfraß. Sabine, was ist los? Gefällt dir Deutschland etwa nicht? Ich könnte ewig hier bleiben. Wir müssen unbedingt nach Schlitten fahren. Wir haben noch einen alten Schlitten im Keller von deinem Papa, den holen wir dann raus. Hey Sami, sieh dir das an! Oh. Oh komm, da gehen wir mal rein. Ich will aber nach Hause. Aber du liebst doch Tiere. Was ist denn? Du hast versprochen, dass wir heimfahren können. Das machen wir auch bald. Wahrscheinlich sind sie umgezogen.
Na toll. Auri, ambassador da Gugu Washi Komodona. Bogola Lukwari Igabuku Kuitasi. Tagamatuna Gohu Elivala Komodoni Igabuku Kwari Gashi. Die Vorräte sind auch alle weg. Klausu! 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 Sana ba kasoli kwebe ka pera domu mwingongu dagera laru gware iboda bugu kwati mati bora da asaigo asaigo ah dorisu asaigo bu asaigo 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 ah asaigo Asahego. Das sieht nicht gut aus. Buku ist nicht glücklich über seinen Sohn. Auf Diebstahl steht die Todesstrafe. Aber das will Papa doch nicht machen. Du bist so doof, Judith. Natürlich nicht. Sie haben doch unsere Sachen geklaut. Nein, haben sie nicht. Wir haben sie zurückgelassen und sie dachten, wir wären tot. Mann, wie lange wir hier bleiben, umso verrückter wird es. So, jetzt beruhig dich mal, ja? Da wo ich gebeten habe, wurde es hin, keine Kokolapella. Aber Klausi, wie war die? Papa, dann sollten wir ihm das Fleisch schenken. Ist das nicht auch unser Recht? Via Boko. Magigu ba bigitoni latum. Tabua! Amaga kuwagi! Besa imsula! Uchaluwari sa fela magim upuvelao. Μέσα για χαμέσα. Τσάγα μαγιμέσα μπαχα σουλαχέμι. Καλά καμελέαση. Η τέλη μαγιμέσα μπαχα σαχέμση. Μέσα ορίγορα. Manum Jojuera, Gala Pela Vita Jatumati,
Walla ta walla. Taga, Popuelita, Vita Secchi, Tatella, Tatella. Und einen Jungen namens Nikolas. Wollten wir die Post nicht zusammen aufmachen? Ja, aber Babu springt doch eh mit den Einheimischen rum. Wie ich höre, ist er doch nicht der Einzige. Doriso! Kero, die bist du nöppler. Sabine! Ist das meine Post? Sabine! Ich glaube nicht, dass Aurigan als nichts bezeichnet werden würde. Bogo eto kwa kalasia. Palaiga kakaya. Tagamanana purigoda. Bogo eme makati tekna. La masushi pela otonono. La mimi pelainya, la sisua la o, ya tawotuna, ema sipu wa rogu. Destuta, rakasituta, ikena matera, ela kabiesa. La yura ipela ula uko, taka la leksa, sena, kepola, uwe keitapi masisi, kena tuvela, bitokewa. Manan ang damaw na layos. Oh. Ay, what took you, Ori? Bita daw yaga lababo? Eh. Bita daw yaga lababo. Sabi na bola lukwa. Besa po na baloma ay maya tama ang besa karating. Eh, buena baloma.
Die sieht echt aus wie eine Ratte. Wir müssen ja eine echte Fayo sein. Ich will gar keine Fayo sein. Ich lebe einfach, wie es mir gefällt. Dann gib Ori sein Geschenk zurück und lebe auch noch etwas. Wenn es jetzt richtig ist, ist es später auch noch richtig. Wenn es später richtig ist, warum dann nicht jetzt? Weil Mama und ich vielleicht nicht so überzeugt sind wie du. In 3 Tagen geht's nach Shayapura. Da hast du ja genug Zeit, dir das zu überlegen. Hm? Warum können die keine Schule hier in der Nähe bauen? Es dauert einen ganzen Tag bis dorthin. Und die soll dann dir zu Ehren gebaut werden, ja. Gute Idee. Da war la Sabine. Que besa la cubagi camboleta? Have a time. Tuta tuta cara tail la taina. Mo ta suita lo nuvole. Sabine, besa pela bayi si mora kana bita bori dawan. Iga bayi na kumuda na paisi waga tita buku kway. Sena magigo si niki ba si mwa, nagala ibora. Test we did 2 weeks ago was so bad. You did it bad. You did it bad. And no one of you have learned the simple past. So today is our last chance to repeat all the important rules of simple past. The simple past is one aspect of the past. Actions took place and were completed in the past. So the simple past has no influence on present day. But this aspect is very important for the simple past. Nicht weg. Aber ich war 4 Wochen nicht hier. Ich habe in der Yapura die Minuten gezählt. Bitte, Papa. Boku. Wo ist Auri? Wakapen. Go wele wala manako wa bolata. Iga biwe all the time. Auri. Auri! Auri! Oh.
hol mal meine Medizintasche. Okay. Ich kann nicht hierbleiben, Mama. Ich weiß. Oma hat sich gemeldet. Das Internat zu übernehmen. Willst du dahin? Das wolltet ihr doch. Ihr wolltet doch nicht, dass ich mit ihm zusammenbleibe. Ist doch Quatsch, Sabine. Wir wollen, dass du glücklich bist. Ich hasse euch. Ich hasse alles hier. Ich will nach Deutschland. Ich hasse diesen Dschungel. Ich will einfach alles vergessen, Papa. Pass auf dich auf.
Regungslos und unter Schock verließ ich Ende 1989 den Dschungel von West-Papua. Ein Abschnitt meines Lebens war unwiderruflich vorbei. Auri, der so lange überlebt hatte, so mutig und stark war, hatte sich immer nach dem Leben gesehnt und war am Ende an Tuberkulose gestorben. So sehr mir die Vorstellung von einem ganz neuen Leben auch Angst machte, ich hatte mich dazu entschlossen und war bereit, allein nach Deutschland zu reisen. Ich sprach nicht mehr über meine Kindheit und wo meine Wurzeln lagen. How would you explain the functional relevance between F and F prime? Äußerlich versuchte ich mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden. Doch in meinem Inneren existierte nur Verzweiflung und das Gefühl, irgendwie nicht verstanden zu werden. How would you explain the functional relevance between F and F prime, Miss Krüger? Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie ich meinen Abschluss geschafft habe. Doch dann hatte ich es in der Hand und kam in eine mir noch fremdere Welt. Ich fing an zu arbeiten und funktionierte, wie alle um mich herum. Doch allmählich höre ich auf zu leben. Ich existiere nur noch. Es scheint, als ob der letzte Funke des Dschungels langsam in mir erlischt. Liebe Sabine, dieser Brief, den ich dir heute schreibe, ist mit tiefer Trauer verbunden. Häuptling Boku ist gestorben. Zu diesem Zeitpunkt war ich in Danobira. Aber Boku hat zu Mama gesagt, wieso soll ich auf Klausel warten? Den kenne ich ja schon. Deine Mutter hat mir erzählt, dass er kurz vor seinem Tod endlich den Frieden gefunden hat, nachdem er sich sein Leben lang sehnte. Und Biene, ich bete dafür, dass auch du eines Tages in deinem Leben den Frieden und die Freude findest, die du dir so sehr wünschst. Ich denke an dich. Immer. Und umarme dich ganz, ganz fest. Dein Papa. Ich war mein Leben lang auf der Suche nach einer perfekten Welt. Aber gibt es sie wirklich? Aus was besteht eine perfekte Welt? Ist sie abhängig von der Farbe unserer Haut? Von unseren Eltern? Oder von dem, was in unserem Pass steht? Oh!
Dschungel noch in Deutschland. Denn wahres Lebensglück liegt nicht in der Perfektion, sondern bei denen, die wir lieben, die uns schützen und die uns treu sind. Es ist dort, wo unser Herz glücklich ist. Und für mich, ich habe erkannt, dass ich in meinem Herzen immer ein Dschungelkind bleiben werde. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Die Geschichte eines Mädchens, das in einem anderen Zeitalter aufwuchs. Eine Geschichte von Liebe, Hass, Vergebung, Brutalität und von der Schönheit des Lebens. Es ist eine wahre Geschichte.
Es ist meine Geschichte. Die ersten Jahre meiner Kindheit verbrachte ich mit meiner Familie in Nepal. Nachdem wir das Land 1979 aus politischen Gründen verlassen mussten, suchten sich meine Eltern eine neue Aufgabe in Indonesien. Ich war 8 Jahre alt, als mein Vater im mächtigen Dschungel von West-Papua einen bisher unbekannten Stamm entdeckte. Es war auf einer seiner Expeditionen, 3 Tagesreisen von Iran Jaja entfernt. Es war ein Volk, das man bisher nur aus Legenden und von Gerüchten kannte und das ein Leben wie in der Steinzeit führte. Die Fayu. Mein Vater wollte die Sprache dieses Stammes erforschen. Vom Häuptling der Fayu erhielt er die Erlaubnis, bei ihm zu leben. Der richtige Dschungelbuch. Stell dir das mal vor. Im Ernst, was hast du dir dabei gedacht? Dass dies die Entdeckung meines Lebens ist. Was für ein Zuhause soll das sein? Ein einzigartiges, ein alternatives, ein experimentelles. Wenn wir bei diesem Stamm leben, das ist wie eine Reise in die Steinzeit. Wie sicher ist denn deine Steinzeit? Häuptling Boku hat mir versichert, dass wir unter seinem Schutz stehen. Er gab mir sein Wort. In einer Sprache und Kultur, die du gar nicht verstehst? Du es. Ich bin Linguist. Ich habe hier die Möglichkeit, eine Sprache zu erforschen, die vor mir kein Wissenschaftler klassifiziert hat. Was anderes kommt aus deinem Mund gar nicht mehr raus. Doris! Doris!